Hallo und herzlich willkommen zur großen Freizeit. Herzlich willkommen. Gestern. Ich bin entsetzt. Schorsch kommt später nochmal. Ja. Wie schön. Dafür haben wir auch noch andere schöne Themen. Wir verlosen zum Beispiel unsere Sorry-Blumensträuße. Werden Sie Weltmeister bei Ihrem Herzblatt? Außerdem haben wir die Band Hallmackenreuther bei uns und... Morgen gibt es einen DJ-Contest. Ja. Was da abgehen wird, das erfahren Sie bei uns in der großen Freizeit. Was es sonst noch gibt, jetzt. Bitteschön. Als die Berliner Band Hallmackenreuther den Take That Song Back for Good coverte, hätten sie niemals damit gerechnet, damit in die Charts zu kommen. Sind sie aber doch dabei, wollten sie ja eigentlich nur den Song von der Boygroup ein bisschen auf den Arm nehmen. Naja, Take That gibt's lange nicht mehr. Dafür gibt's Hallmackenreuther wieder, jetzt bei uns im Studio. Und weil es so schön war, nochmal Back for Good. Now it's time for me to give up. I feel it's time. Got a picture of you beside me. Got the lipstick marks along the coffee cup. Oh yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gonna leave all behind me. Whatever I said, whatever I did, didn't mean it. I just want you back. But on the land, I figured out the story. I don't know. It wasn't good. No, no. It didn't come out my mind. I celebrated glory, but that was not to be. In a twist of separation, you excelled to be it free. Cause in fact, a little real inside home. Whatever I said, whatever I did, it didn't mean it. I just want you back for good. What's bad? What's bad? What's bad for good? Whenever I'm wrong, sell me the song I'm singing. You'll be right and understood. What's bad? What's bad? I just want you back for good. And we'll be together. Cause time is forever. We've been fighting, it's forever. Now it's time that you came back for good. Hallmackenreuther, back for good. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Hallo. Sag mal, stimmt das, dass ihr euch wegen dem Erfolg von Back for Good, also eurem Erfolg von Back for Good, getrennt habt? Ja, das stimmt wirklich. Unglaublich. Aber jetzt seid ihr wieder vereint, nicht ganz in der Originalversion wie damals. Er ist von der alten Truppe, du und die beiden anderen nicht. Die sind auch von einer alten Truppe. Wo habt ihr die her? Ja, man kennt sich ja so in Berlin, in Musikerkreisen kennt man sich ja vom Sehen irgendwo, spielt zusammen. Und wir wussten, das sind sehr gute Musiker. Und da haben wir sie gefragt und haben gesagt, na klar. Wenn wir Back for Good nicht mehr spielen müssen, aber... Ihr habt ja auch diesen Bee Gees Song How Deep Is Your Love gecovert, war damit auch wahnsinnig erfolgreich, aber ich muss dich jetzt leider enttäuschen, den haben ja Take That auch gecovert. Ja, aber nach uns. Ja, das sagen sie alle, War wirklich so. Behauptest du? Also wir haben den vorher aufgenommen, vorher rausgebracht, klar mit dem Hintergedanken, wir wussten, was Take That als nächstes rausbringt, aus Spaß, dieses Ding zu machen. Und dann hat unsere liebe Plattenfirma aber uns ein bisschen
warten belogen lassen. Belogen oder warten lassen, sagen wir mal so. Deswegen sind wir auch nicht mehr bei der Plattenfirma. Wegen einer und anderen Sachen auch. Und jedenfalls ist es so, dass wir da nicht klargekommen sind damit, dass wir den Song wieder danach rausgebracht haben. Es sind 50% der Fans weggelaufen, klar. Und das war ein Grund mit, warum wir uns auch beide verstritten haben wahrscheinlich. Nee, das waren andere. Naja, gut. Nee. Und wie gesagt, jetzt wieder zusammen und vereint. Und glücklich und Harmonie. Und ja, das ist doch schön. Normalerweise macht ihr ja so Crossover-Punk-Metal-Gemisch. Habt ihr da auch Vorbilder? East 17 oder so? Hans Albers, sowas. Hans Albers, auch ein guter. Lässt sich bloß schlecht covern. Ja, das ist natürlich. Nee, wir machen jetzt noch eigene Songs wieder, gehen ins Studio im Herbst und wollen eine neue Platte rausbringen. Mal sehen, was denn passiert. Wann kommt die raus? Na, wenn wir im Herbst studieren, vielleicht, wenn die Plattenfirma uns diesmal nicht bespinnt, die neue, die wir vielleicht finden. Dann im Dezember. Aber da soll es ja auch wieder eine kleine Coverversion geben, habe ich gehört. Aber nicht verraten. Nicht verraten? Nein, streng geheim. Na gut. Spielen wir auch heute Abend nicht. Gar okay, heute Abend übrigens sind die Jungs in der Kulturbrauerei und wir verlosen an dieser Stelle 3x2 Karten unter der 01374449. Ihr habt auch eine nette Verbindung zu Loriot, weil von daher kommt ja eigentlich der Name und er wollte auch mal was mit euch zusammen machen. Ja, er hatte bloß keine Zeit. Ja. Das war traurig für uns, weil wir große Loriot-Fans sind. Der kommt auch aus Brandenburg eigentlich, Herr Vico von Bülow. Und hat aber gesagt, dass er total toll findet, dass da junge Leute sich diesen Namen aus seinen Sketchen aussuchen und sich damit durch die Lande schlagen. Schreiben, das haben wir genau, nicht eingerahmt und alles. Ist ja, mach doch mal was mit dem. Das wäre total stark, aber er hat keine Zeit. Naja, gut. Auf jeden Fall, heute Abend sind sie in der Kulturbrauerei ohne Loriot. Vielleicht klappt es ja irgendwann mal aber anders. Mit Skillshot. Aber schön, dass ihr da wart. Jo, tschüss. Okay, tschüss, Ruth.